So, meine lieben Einkochfreunde, auf Wunsch vieler Leute, die mich angeschrieben haben, mit den Hühnchen im Glas. Ich habe jetzt da Hühnerkeulen ausgelöst und gesalzen und gepfeffert. Man kann auch scharf machen oder weniger scharf machen, also sprich mit Chili oder ohne Chili. Und jetzt zeige ich euch das, wie ich das reinmache. Eigentlich ganz simpel. Schönes sterilisiertes Glas. Schönes Stückchen, wo ich ausgelöst habe. Wird dazu ganz leicht eingedreht und in das Glas reingemacht. Es passt super rein. Und so ist es dann schon fertig. Davon habe ich jetzt 6 Stück gemacht. Ich zeige es nochmal. Wieder ein schönes Hühnchen ausgelöst, Hühnchenkeule. Viele haben mich angeschrieben, ja, warum nimmst du keine Hühnerbrust oder so? Ja, das ist mir dann zu trocken und das ist dann doch ein bisschen mit Fett durchzogen. Kommt dann da so rein, wird dann noch ein Stück abgeschnitten und fertig. Und jetzt wollte ich euch noch was zeigen, aber leider habe ich keine Gläser mehr. Die haben jetzt gerade noch gereicht wie die 6 Stück. Omas Wurst im Glas. Die bereite ich so zu, dann nehme ich Bauchfleisch. Wollte ich heute machen, wie gesagt, aber habe keine Gläser mehr. Bauchfleisch schneiden in so dick, fingerdicke Scheiben. Und dann werden die dann so zusammengerollt und dann auch ins Glas reingetan. Ein Teelöffel Salz. Dann gestrichen Teelöffel Salz dann bloß oben drauf und ein Teelöffel gestrichene Pfeffer oben drauf. Und wer mag, ich mag gerne einen Knoblauchzehen noch drauf oder eine Scheibe Zwiebeln. Das wollte ich gerne zeigen, aber leider habe ich keine Gläser mehr, habe jetzt zur Zeit so viel gemacht. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Bis demnächst und regt euch nicht so viel auf zwischen den Hühnerschenkeln. Schmecken saugut? Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber es ist so. Bis demnächst, euer Albert.